Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge Dying Light. So, wir müssen das gesamte Geld jetzt zu Rais zurückbringen. Ist ein ziemlich weiter Weg, wenn ich das so sehe. Aha, das ist ein richtig weiter Weg. Kann ich ihn hier irgendwie hinporten oder so? Gottes Willen, da komme ich schützen. Okay, probieren wir es mal. Ich muss praktisch wieder hier komplett runde, weil hier werde ich nicht durchkommen. Also muss ich hier wieder runter. Okay, dann gehen wir doch da mal lang. Schauen wir mal, wer in dieser Folge überhaupt kommen, ob wir es da hinschaffen, weil es ein ganz schön weiter Weg ist. Ich weiß nicht, ihr könnt es mir mal in die Kommentare schreiben, ob es irgendwie Abkürzungen oder sowas gibt. Das wäre sehr gut zu wissen. Eigentlich eklig wieder eine Sicherheitszone sein. Na, oh, komme ich da nicht hoch oder was? Wie komme ich hoch? Okay. Hier komme ich hoch. Ah, der hat schon wieder eine Mission für mich. Leute, da muss ich trotzdem mal schnell reingucken. Weil ich unbedingt bessere Waffen brauche. Vielleicht gibt er mir was Schönes. Crane, Crane, das ist mein Mann. Ich habe meine Machete aufgerüstet. Deine Machete sollte jetzt einen anderen Effekt haben. Wenn sie nicht den Geist aufgibt. Hier, nimm sie und sag Bescheid, wie es läuft. Ja, Übung macht den Meister. Okay, machen wir nochmal. Funktioniert. Oh. Ich nehme kein Medikit. Ja, schon gut. Ich kann jetzt nicht reden. Hier ist es nicht mehr sicher. Ich kontaktiere dich per Funk, sobald ich umgezogen bin. Muss los. Wir sind jetzt. Gib mir die Waffe, Mensch. Ey, krieg Vogel. Man kriegt ja die Machete nicht. Meine Fresse. Okay, wir gehen aber trotzdem noch mal schnell übernachten. Weißt du noch, diese Therese aus dem Plattenbau? Die Machete ist echt geil. Also wenn die den Schaden macht, was die jetzt da in der Mission gemacht hat, heftiger Scheiß. Gehen wir mal zum Stützpunkt. Ich glaube, ich muss hier lang, oder? Ich muss da wieder komplett rum einmal. Ja. Yep.
Was ist? Im 18. Stock hat sich jemand verwandelt. Wir versuchen, die Kontrolle zu wahren, aber... Nein, geh doch hier hoch. Was ist denn jetzt? Wir brauchen Antizin, und zwar sofort. Rais hat mir 2 Kisten versprochen, Bracken. 2. Ich mach so schnell ich kann, ehrlich. Gut. Beeil dich bloß. Bitte. Gehen wir erstmal dahin. Ich weiß nicht, so ungefähr auf halbem Weg. Gut. Du musst einen kleinen Umweg für mich machen. Wieso? Einer unserer Patrouillen ist in der Nähe des Markts verschwunden. Warum ist das mein Problem? Weil ich es sage. Versuche sie zu finden. Oder komm gar nicht erst zurück. Okay, 18. Stock hieß es. Hier gibt es immer was zu tun. Falls du Zeit hast, wirf mal einen Blick aufs schwarze Brett. Tut mir leid, kein Zugang zu den oberen Etagen. Wieso? Im 18. Stock hat sich einer verwandelt. Ein Riesenschlamassel. Fürs Erste darf niemand rein. Was willst du denn jetzt? Ich darf da hoch. Sieh dich nach Malkit und Auto vor. Hat der für mich? Dann machen wir das andere erstmal mit der Patrouille. Yeah.
bisschen wehgetan. Das hat wehgetan. Finden Sie die vermisste Patrouille. Die muss jetzt hier irgendwo sein. Ich habe diese Patrouille gefunden. Etwas hat sie in Stücke gerissen. Durchsuche die Leichen. Die Entwürfe sind in einem kleinen Umschlag. Und mach sie bloß nicht kaputt. Sie sind mehr wert als all diese toten Ärsche zusammen. Hast du den Umschlag? Noch nicht. Einen Moment. Heilige Scheiße! Alter Schwede. Oh. Warte, sind sie jetzt wieder weg? Oh, ist ewig weit weg, ey. Ah, das ist der Umschlag.
Okay, ich hab ihn. Gut. Bring das gute Stück sofort zu mir. Du wirst hier noch zum Helden. Hör mal. Was rein? Du hältst dich für schnell? Hey du! Komm mal her! Hier auf der Antenne! Kannst du mich sehen? Hier oben! Ich brauche deine Hilfe! Okay, mir scheint, Rais ist ja nicht gerade der Publikumsliebling. Nein, aber er ist gefürchtet. Wie das Sprichwort sagt, besser gefürchtet als geliebt zu werden, wenn du nicht beides haben kannst. Oh, Machiavelli. Genau, das war ein kluger Kerl. Was ist denn das noch, ey? Okay, das ist mir nur da. Lässt schon wieder noch was fallen? Mein Gott, also die hält auch nichts aus. Nein, hau ab. Hier, die Entwürfe. Wunderbar. Du bist viel verlässlicher als dieser Säufer. Rais wartet auf dich. Vielleicht können wir ja mal wieder zusammenarbeiten. Das will ich nicht hoffen. So, Mamofi, die Hudel. Zeigt mein Mitleid, sehen Sie das als Schwäche an. Nehmen Sie die ganze. Der sieht doch nett aus. Ich geb dir ein Dach, Brot, Frauen, Munition und du bist unter Aufgabe zu erledigen. Ich sollte euch alle in die Arena schicken. Ah, der Lakai des Torens. Hast du was für mich, Freund? Ja, hab ich. Und jetzt gib mir, was du mir versprochen hast. 2 Kisten Antizin. Hätten Ägypter mir nicht? Werde ich nicht. Deine Treue zum Turm ist nur blinder Gehorsam, Crane. Feige Unterwerfung vor falschen Hierarchien. Du befolgst ihre Regeln so gedankenlos wie meine. Wie ein braves, kleines Hündchen. Aber wir hatten einen Deal. Deine Leute brauchen Antizin. Dringender als je zuvor, schätze ich. Aber ein Mann, der den Regeln eines anderen folgt, ist kein Mann. Hier. So viel kannst du haben. Du hast mir 2 Kisten versprochen. Das sind nur 5 Ampullen. Willst du mehr, kann ich dir was anbieten. Die Sportlerin, der Skorpion, Jade Aldemir. Sie ist eine von euch. Bring sie mir. Ich habe eine Arena, wo Leute zu meiner Unterhaltung kämpfen. Ich will, dass der Skorpion für uns kämpft. Mich würde brennend interessieren, wie lange jemand ihres Kalibers durchhält. Was? Ich... Nein, vergiss es. Das mache ich nicht.
Ich höre Unsicherheit in deiner Stimme, Crane. Du hast noch nicht entschieden, das weiß ich. Willst du ein Hündchen sein und die Turmbewohner retten? Oder ein Mann und die Jungfrau retten? Geh, denk darüber nach. So ein Penner. Okay, Leute. Das Antizim zum Turm bringen. Oh, ein neues Outfit, freigeschaltete Kurier. Das schauen wir uns aber in der nächsten Folge an. Sind wir doch schon wieder 21 Minuten. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid und wieder einschaltet in der nächsten Folge. Ist bestimmt auch weiter spannend. Ich finde, das ganze Spiel ist extrem spannend, muss ich sagen. Also die Spannung ist bleibt immer oben. Suchen Sie eine Stelle, mit dem Dach ungestört GI kontaktieren können. Das war doch hier vorne, oder? So, hier kannst du doch telefonieren, oder? Dann gehen wir darüber noch schnell, machen wir noch schnell. Hier müsste es eigentlich gehen. Hier rüber. Crane hier. Bericht. Ich arbeite nicht mehr mit Raiz zusammen. Er wollte, dass ich Jade Aldemir entführe und ihn bringe, damit er sie in seiner Arena kämpfen lassen kann. Ja. Und? Das ist alles? Was soll das heißen, das ist alles? Ich bin doch kein Menschenhändler. Sie haben wohl vergessen, wie viel von dieser Datei abhängt, Crane. Wenn Raiz ein Mädchen will, geben Sie es ihm. Sie können ja auf sie aufpassen, oder? Wie können Sie... Was für eine beschissene Hilfsorganisation seid ihr eigentlich? Und überhaupt, wenn diese Datei die Welt retten kann, wieso muss sie dann geheim bleiben? Wir zahlen Sie nicht für Insubordination, Crane. Machen Sie's! Ach, fick dich, du Arsch! So, okay Leute, jetzt würde ich sagen, aber wirklich Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit dem Botengang zum Turm. So, also bis dahin. Ciao, ciao.